Jetzt werden wir erstmal Folgendes machen. Ich muss bei Alvaro auch noch einbrechen. Allerdings ist das schwer möglich. Allerdings weiß ich vielleicht, wie ich da hinkomme. Und zwar, wenn ich jetzt hochgehe. Hast du kein eigenes Bett? What the fuck? Wie hat er das gesehen? Hallo. So, und jetzt schnell. Was willst du hier? So, jetzt ganz schnell. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist. Oh, mach schneller! Hallo? Suchst du was? Nö, ich suche nix. Ich bin schon wieder weg. Denn jetzt können wir darunter gehen. Hoffentlich unbemerkt. Rückwärts im Schleichmodus, jawohl. Schmiedehammer. Und dann haben wir hier einmal eine Fackel, die nehme ich mit. Und dann haben wir den Schrank. Den haben wir leergeräumt und dann haben wir hier Alvaros Truhe. Da speichern wir ab und die müssen wir wahrscheinlich knacken. Ja, ist halt eine schöne große Combo. Rechts, falsch. Und nochmal von vorne. Rechts, links, rechts, links, rechts. Dietrich ist okay. Lade ich gleich nochmal, weil ich glaube, das waren meine letzten Dietriche. Ich dürfte gleich keine mehr haben. Wie war die Kombination? Rechts, links, rechts, links, links, rechts. Ich glaube schon. Mit dem Schlösseröffnen-Zauberspruch kannst du fast alle verschlossenen Truhen und Türen öffnen. Ja, wenn ich den schon hätte. Fast alle, die einzigen, die nicht geöffnet werden können, sind die Truhen, wofür man einen Schlüssel braucht. Die können nicht geöffnet werden. Wofür man einen Schlüssel braucht und man nicht mit einem Dietrich öffnen kann. Das muss dazu gesagt werden, weil es gibt ja Truhen, die kann man mit einem Schlüssel öffnen oder eben mit einem Dietrich knacken. Wie zum Beispiel Beppos Truhe. Nicht Beppos Truhe, sondern Barbos Truhe, die, wo die zwei Rüstungsplatten von ihm drin waren, die von dem Oger bewacht werden. Die konnten wir ja öffnen, obwohl wir danach erst einen Beppo Schlüssel bekommen haben. Jetzt lässt sich. Oh nee, was ist denn jetzt los? Könnte das ein bisschen schneller gehen, bitte? Boah, das ist ja. Hallo. Nicht einschlafen. Diese Ladezeiten sind katastrophal teilweise. Der Balken ist voll. Jawohl. Okay, und jetzt haben wir rechts, links, rechts, links, links, rechts gehabt. Genau. So, und hier haben wir den Klingenstab. Goldwert 300. Klingenschaden 50. Der ist gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt gehen wir wieder nach oben. Und es Was willst du laggt. hier? Ich will hier gar nichts. Du willst dir doch wohl nichts einstecken. Nein, Alvaro. Ich würde mir nie was einstecken wollen. Ich habe nämlich ganz zufälligerweise etwas gefunden. Lag. Speicherlag. Speicherlag. Was ist denn hier heute los? Das gibt's doch nicht. So schlimm hat's doch noch nie geleckt. So, jetzt. Ich habe einen Stab gefunden. Ich hab. Was? Ach ja? Und wo hast du ihn gefunden? Nicht zufälligerweise in meiner Truhe? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Stab, der offensichtlich dir gehört. Und jetzt willst du mir mein Eigentum verkaufen? Bingo. Du mieser Schweinehund. Ich werde. Ich. Schon. Sag, was du haben willst. Sagen wir mal, naja, ich dachte zumindest an einen Finderlohn. Wusste ich doch, dass du mich abzocken willst. Du solltest dich nicht aufregen. Es ist doch nur ein bisschen Gold. Das schlägst du einfach beim nächsten Geschäft wieder drauf. Gut, also Finderlohn. Und was willst du noch? Naja, eine kleine Aufwandsentschädigung ist es schon wert, oder? Und? Und ein Bonus, dass sowas nicht nochmal passiert. Und einen. Unverschämtheit! Ich soll dich bezahlen!
Damit du mir nicht wieder etwas klaust? Ja. Sieh es, wie du willst. Ach ja? Ist das alles? Und eine Kleinigkeit, damit sich das nicht rumspricht. Wenn man das jetzt noch anklickt, dann wird er, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Das ist alles. Einverstanden. Und jetzt wirst du dich hier verpissen. Okay. So, dann haben wir das auch erledigt. Schönes Ding, schönes Ding. Dann reden wir jetzt mal mit Weasel. Ah, die Performance geht stark in den Keller. Es laggt jetzt die ganze Zeit. Ah, okay, das laggt mir zu stark. Jetzt werde ich noch... Nee, es laggt mir zu stark. Ich werde einen ganz kurzen Aufnahmecut machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Blacky und ciao, ciao. Hallo, Leute, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Risen 1. Und es laggt gerade so wenig, dass ich nicht glauben kann, dass ich in der Aufnahme bin. Deswegen mache ich kurz einen Testmoment. Nein, passt alles beim Besten. So, jetzt reden wir mit Weasel. Alles klar, unser Geschenk ist angekommen. Ich schätze, Konrad wird nicht mehr gut schlafen. Geben wir ihm ein wenig Zeit, die Situation zu begreifen. Wann soll ich zu ihm gehen? Das hat keine Eile. Ruh dich ein wenig aus. Geh zu Sonja und amüsier dich. Und dann besuchst du Konrad. Also wir müssen einmal schlafen, dass wir zu Konrad können, heißt es auf Deutsch. So, jetzt rede ich nochmal mit Gary. Er kann mir die Grundlagen der Alchemie beibringen, die mir jetzt total egal sind. Jetzt reden wir mal mit Leonardo. Kaufst du Tränke? Das ist mein Geschäft. Irgendwann will jeder mal einen Trank, egal ob Schläger oder Bauer. Bis auf diese Geizknochen, die bei jeder Verletzung ins Bett gehen. Kannst du mir auch was über die Alchemie beibringen? Grundsätzlich schon. Aber ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Gary hat einen Teil der Ware. Wo kann ich die Grundlagen lernen? Sprich mit meinem Gehilfen Gary. Er hat einiges gut zu machen. So, du machst also Geschäfte mit dem Don? Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. Pass auf. Ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Kraut, würde ich jetzt mal sagen. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Gut, dann Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Ja. Wie läuft dein Geschäft denn so? Du kannst dir sicher denken, dass ich aufgrund der aktuellen Situation keine Pflanzen mehr bekomme. Momentan verbrauche ich meine Vorräte. Aber wenn weiterhin niemand die Stadt verlassen darf, kriege ich ein Problem. Was brauchst du denn so für Pflanzen? Kann ich dir vielleicht helfen? Heilpflanzen. Kraut, Pflanze und Wurzel. Und was zahlst du? Ich bezahle dich nicht mit Gold. Du kriegst von mir einen Trank. Das muss aber schon was richtig Gutes sein. Ich gebe dir dafür einen Trank der Lebenskraft. Der macht dich widerstandsfähig und zäh. Und versuch nicht, mir mit ein paar ausgerissenen Kräutern zu kommen. Ich brauche viel. Dann sag mir, was du haben willst. 10 Heilkräuter, 5 Pflanzen und 2 Wurzeln. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, wenn du was kaufen willst, ein paar Tränke habe ich noch. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier ist der Trank, den ich dir versprochen habe. Hast du noch Tränke? Hast du noch... Ja. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Alchemie 1. Er wird mir sogar die Grundlagen beibringen. Das ist total bescheuert. Das habe ich erledigt. So, dann muss ich jetzt irgendwo schlafen gehen. Da können wir in das Haus des Dons gehen. So, dann schlafen wir mal. Wo da war das Bett? Ja, bis zum nächsten Morgen ausruhen. Nom, 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 nom. Das war eine schöne Nacht. Während die ganze Welt vor die Hunde geht, tue ich hier in der Stadt Quests erledigen und mich überhaupt nicht hetzen. Nö, nö. So, dann reden wir mal mit Konrad.
Hallo Konrad, wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha, du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Und genau aus diesem Grund sollte man diese Abkassieren-Quest, also sollte man die Quest für Wiesel machen, weil man eben von Wiesel diese zwei Folge-Quests bekommt, die ich eigentlich recht witzig auch finde. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. Niemals, niemals. Okay, dann können wir jetzt mit dem da reden und sagen, Wiesel hat die Pakete. Tja, ich schätze, du willst dir als Bandit einen Namen machen. Dann rate ich dir, lass dich besser nicht von mir erwischen, sonst bist du dran. Zisch ab! Okay, ich zisch ab. Hey, Hernandez, guck mal hier, das Amulett des Dons. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Und ich dachte, wir hätten schon alles durchsucht. Sehr gut. Ich werde das Ding mal beschlagnahmen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Hier hast du ein paar Münzen dafür. Weiter so. Das wird dem Don nicht gefallen. Am besten, du gehst gleich zu Toni und erzählst ihm davon. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Hey, Toni. Don Estebans... Ah ja, für den Orden, genau. Für den Orden. Ich habe Don Estebans Amulett gefunden. Ja? Ist ja riesig, Mann. Wo hast du es? Ich nicht mehr. Hernandez hat es jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich verfluchter Idiot. Bin auf so einen Arsch wie dich reingefallen. Und ich dachte noch, warum will der Kerl mir helfen? Idiot. Jetzt muss ich zum Don und ihm die Scheiße hier erklären. Schönen Dank für gar nichts, du Arsch. Bitteschön. Hau bloß ab, Mann, ehe ich mich vergesse. Da macht einer auf dicke Hose. Steck die Waffe wieder. Ja. Jetzt was zeig ich dir mal, wie man zuschlägt. Passiert ja. Hier mal was. Ja. Ja, Toni, hä? Ja? Ja, ehe du vergisst, hä? Du nennst mich nicht Arsch. Du nicht, du Wurst. Nichts zu holen. So lass ich nicht mit mir reden, du kleiner Pisser. So. Gibt es was Besonderes? Nein. So, so sollte man nämlich nicht mit dem Blackie sprechen, sonst hat man ein Problem mit dem Blackie. Muahahaha. Na gut, das hier haben wir erledigt, dann gehen wir mal zu unserem Mentor und Vorgesetzten, dem Carlos. Hey Carlos, du alte Mütze, wie schaut's aus? Ich hab hier alles erledigt. Ah, du bist es. Gibt es Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Die Lage wegen des Banditen des Don, Toni ist erledigt. Er hatte versucht, ins alte Haus des Don einzubrechen. Aha, dann kann er ja froh sein, dass ich ihn dabei nicht erwischt habe. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Die Lage sollte sich mittlerweile entspannt haben. Ja, sieht ganz so aus, als hätten wir die Situation einigermaßen im Griff. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der Don seinen Plan, die Stadt zurückzuerobern, endgültig aufgibt. Nun wird es Zeit, dass wir uns um den Artefaktschmuggel kümmern. Ich muss wissen, wie die Mistkerle die Artefakte aus der Stadt schaffen konnten, ohne erwischt zu werden. Ich werde die Artefaktschmuggler für dich aufspüren. Viele vermuten, dass das Bordell am Hafenkai damit zu tun hat. Aber Sonja traue ich das nicht zu. Ich denke eher, dass die Banditen hinter der Sache stecken. Wenn du dafür einen Beweis finden würdest, könnten wir die Schmugglerbande endlich dingfest machen. Die Straßen sind jetzt wieder sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so, du wirst es zu was bringen, Junge. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt.
Wenn du noch dafür sorgen würdest, dass der Kerl auch verschwindet, dann wäre ich beeindruckt. Wow, das war ein Hattrick. Wir haben ein Quest abgeschlossen, wir haben 1000 Erfahrungspunkte bekommen, wir haben ein Level Up bekommen und wir haben ein Achievement bekommen. Und zwar Spielerfolge. Da, Ordnungshüter, Ruhe und Ordnung abgeschlossen.